herrlich, nach 4 Wochen alleine segeln ging es nun zu dritt weiter. Ich hatte 2 nette Mädels an Bord und freute mich auf gute Unterhaltung unter dem sommerlichen Sternenzelt. Der Autopilot konnte nun ausbleiben, denn es gab 2 Steuerfrauen. Doch das Wetter machte wieder einen Strich durch die Rechnung. Es stürmte mit 35 Knoten Wind gegen an, regnete ohne Ende und ein Motorschaden war auch noch dabei. Na, schaut selbst. 2019 war mein skandinavischer Sommer. Die Reise der Widewind führte mich bis ganz hoch in den Norden in die schwedischen Skären. Sei dabei, wenn ich durch die dänische Südsee, über Samsö und Anholt durch das raue Kattegat bis nach Marstrand segel. Erlebe die Strandung der Widewind in einem Sturm und freue dich mit mir über herrliche Ankerbuchten und lauschige Abende im hellen Sonnenschein. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der schwedischen Skären. Gute Navigation ist hier unerlässlich, um zwischen den vielen Inseln und Riffs einen Weg zu finden. Das Wetter war teilweise recht rau diesen Sommer. Umso mehr freute ich mich dann abends auf einen ruhigen Ankerplatz. Zeitig frühmorgens verließen wir Ahaus Kurs Gertemünde. Es war ein wunderschöner Segeltag, es wehte eine leichte Brise und Hilde und Roswitha waren beschäftigt mit Navigation, Kartenlesen und Kurs halten. Die Zeit verging wie im Fluge und schnell war der Windpark vor der kleinen Insel Thule erreicht, wo dem Wind dann die Puste ausging und wir die Dieselfock bemühen mussten. Obwohl Flaute herrschte, kam gegen Mittag eine Gale-Warning über Funk. Ich beschloss, den Kurs Kerteminde zu verwerfen und Ballen auf Samsö anzulaufen. Es war der erste Segeltag mit meinen Gästen und ich wollte es nicht gleich übertreiben und sie aufs Äußerste testen. Am Horizont im Norden war über Fün schon die heranziehende Warmfront des Gewitters zu erkennen. So, nachdem über Lindquist Radio schon wieder eine Gale Warning kam, sind wir dann doch nicht weiter, sondern machen Halt auf Ballen, beziehungsweise auf Samsö. Ballen, Ruhe da, blöde Ente. Und jetzt gibt es erstmal einen Anleger. Die Warmfront zieht gerade über uns weg. Gleich kommt Windstärke 8, das wird spannend. Wir liegen gut vertäut. Prost, Prost. Der Starkwind ließ noch etwas auf sich warten. So machten wir Einkäufe und beschlossen dann, am Strand ein bisschen spazieren zu gehen. Hilde sammelte Muscheln und ich überlegte mir, die Drohne mal wieder starten zu lassen. Ich war überrascht, wie leer der Hafen Ballen war. Ich hatte immer von Überfüllung gehört. Aber die Saison war ja schon zu Ende. Und so war es einfach, einen Platz zu finden. Starkwind und Regen ließen noch etwas auf sich warten. So schlenderten wir durch den Hafen, schauten uns die Gegend an und genossen das herrliche Nichtstun. Hätten wir gewusst, was für ein Wind uns am nächsten Tag erwarten würde, wäre es vermutlich schlauer gewesen, gar nicht erst Ballen anzulaufen, sondern direkt nach Kerteminde durchzusegeln. Stattdessen kauften wir ein und bereiteten wieder ein leckeres Essen.
An diesem Abend entstand auch die Idee, dass ich doch einmal die Rubrik Kochen für Segler versuchen sollte, bei YouTube zu platzieren. Samsö-Kartoffeln. Ein Salat mit Kotelett. Von Samsö-Schwein. Über Nacht hatte es ordentlich geweht und ich beschloss, früh am nächsten Morgen ein kurzes Wetterfenster mit Schwachwind auszunutzen, um die 25 Seemeilen von Balen von Samsö nach Kerteminde zu versegeln. Ich hatte nicht vor, die nächsten 3 Tage auf Samsö festzulegen. Anfang herrschte noch ein günstiger Segelwind von 4 bevor. Als ich allerdings am Horizont eine schwarze Front heranziehen sah, schaffte ich es gerade noch rechtzeitig, die Segel zu reffen und zu verkleinern. Mitten auf halber Strecke zwischen Samsö und Kerteminde erreichten uns auf dem großen Belt die ersten Gewitter und Regenschauer mit entsprechenden Sturmböen. Der Wind nahm stetig zu von 22 auf 25 bis 26 Knoten und mit jedem weiteren Schauer wurden die Böen stärker, zwischendurch abgelöst von strahlendem Sonnenschein. Da ich eine zunehmende steile Welle befürchtete, versuchte ich schnell unter Land zu kommen, um etwas Abdeckung zu haben. In der schmalen Rinne zwischen der kleinen Insel Ramsö und dem Festland war es mit der Landabdeckung vorbei. Der Wind nahm stetig zu und in Böen hatte ich 35 bis 38 Knoten mit entsprechender Welle von vorne. Die Biedewind stampfte sich fest und an Filmen oder ähnlichen Geschichten war jetzt nicht mehr zu denken. Ich hatte alle Hände voll zu tun, Kurs Kerteminde zu halten. Ich hatte mich verkalkuliert. Der Starkwind sollte erst nachmittags um 16 Uhr beginnen. Aber er kam 3 Stunden zu früh und so steckte ich in heftigen Seen fest und musste mühsam nach Kerteminde aufkreuzen. Ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, mit Gästen bei so einer Windstärke von 8 Beaufort segeln zu gehen. So, nach dem anstrengenden Ritt wird jetzt erstmal ordentlich gekocht und gebrutzelt. Flasche Rum habe ich auch schon intus. Mir langt's für heute. Feierabend. Aha. Skipper hat Ruhe, kümmert sich nur noch um die Mädels. Und dann ist alles gut. Oh, da kommt Freude auf. Nach der anstrengenden Überfahrt von Samsö nach Kerteminde beschlossen wir, einen Ruhetag einzulegen. Es war ohnehin Starkwind weiterhin angesagt, so erkundeten wir die Stadt, bummelten am Strand herum und ließen uns gut gehen. Kerteminde hat eine große, gut ausgestattete Marina, in der die kleine Biedewind fast immer einen freien Liegeplatz findet. Zudem ist der Hafen sehr nett anzuschauen und die daneben liegenden Badestrände laden förmlich zum Faulenzen ein. Von Kerteminde aus sollte es grobe Richtung Svendborg gehen. Der Wind war immer noch ziemlich heftig aus Südwest und da ich nicht wusste, was ich am besten anlegen kann, hatte ich mir als Alternativziele auf halber Strecke die beiden kleinen netten Häfen Lundeburg oder Lollhals ausgesucht. Wir segelten auf die große Beltbrücke zu. Und da der Wind genau von vorne kam, ließ ich zur Sicherheit unterhalb der Brücke die Maschine mitlaufen. Und dann geschah es. Ja, dauernd was anderes. Vorgestern war es der Starkwind. Jetzt hatten wir einigermaßen guten Wind, wollten von Kerteminde nach Lundeburg oder wie das wie der Ort so heißt. Ja, und dann fing der Motor plötzlich an zu qualmen. Ich war ja eh schon unter Segeln. Motor schnell ausgeschaltet und bin dann abgefallen und unter Segeln habe ich jetzt in Nyquist festgemacht.
direkt an der Tankstelle. Das ließ ich gerade noch so schaffen. Und jetzt schaue ich mal, was da los ist, mache einen Motorarm rauf und werde da mal nachschauen, ob ich da irgendwas richten kann. Vielleicht war es ja nur der Keilriemen. Der Schaden am Motor war zum Glück leicht zu beheben. Ein Bolzen an der Lichtmaschine hatte sich gelöst, wodurch der Keilriemen schleifte. Nach getaner Tat gingen wir dann in die Stadt und wollten einkaufen gehen. Waren doch sehr überrascht über die sehr arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten. Jeder Gewerkschaftler in Deutschland würde sich darüber freuen. Bei diesen Öffnungszeiten ist es nicht verwunderlich, dass die Städte in Dänemark wie ausgestorben aussehen. Zum Glück hatte der Krug am Hafen noch offen, sodass wir unseren Tag mit einem Abendbier ausklingen lassen konnten. Ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, dass Kochen neben Segeln und Musizieren eines meiner Lieblingshobbys ist. Und für mehrere Kochen bringt gleich dreimal so viel Spaß. Hilde schnippelte da einen Salat und ich hatte noch ein schönes Filetstück gefunden, was wir uns zubereiteten. Die Pläne meiner Rubrik Kochen für Segler wurden immer konkreter. Wir verbrachten den Abend bei einem Glas Wein auf Deck und vergaßen, die Kuchenbude aufzubauen. Als dann der Regen des Nachts kam, war am nächsten Morgen das ganze Cockpit pitschepatsche nass und wir frühstückten deshalb im Salon, bevor wir uns dann bei Nieselregen wieder auf dem Weg machen, um unsere Reise weiter fortzusetzen. Jetzt noch mal Gas. Ja, kannst du. Wolken, wohin man schaut, einfach ein affengeiles Segelwetter. Und alle sind gut gelaufen. Bei diesem tristen Wetter hatten wir uns keine allzu lange Route vorgenommen. Wir wollten nur von Nyborg in den nahegelegenen Ort Lundeborg segeln. Zum Glück machte meinen beiden Begleiterinnen das miese Wetter überhaupt nichts aus. Deren Laune war ungebrochen und sie freuten sich, die Biedewind steuern zu dürfen. Schon nach kurzer Zeit erreichten wir unser Ziel. Lundeborg ist ein kleiner süßer Hafen mit nicht einmal 500 Einwohnern. Was soll man da bei diesem miesen Wetter denn schon anfangen? Natürlich Kultur! Okay, dies ist jetzt nicht Kultur, das ist die Kneipe. Aber gleich geht's weiter in das Packhaus, in dem sich oben ein kleines Museum und eine Ausstellung befindet, die sich bei diesem Wetter förmlich anbietet. Und wieder einmal bewahrheitet sich, es gibt kein schlechtes Wetter. Es kommt nur auf die Kleidung an. Und auf das, was man aus dem Wetter macht. Nach 3 Tagen Wind, die 20 Knoten und viel Regen, das war heute mal angesagt, Wind um die 14 Knoten. Bisschen Sonnenschein und ich hoffe mal, dass wir heute ein gutes Stück segeln können. Ich habe die Genua wieder angeschlagen, meine kleine Arbeitssturmfock wieder eingepackt. Wir wollen gleich nach Svendborg segeln und jetzt hole ich erstmal frische Brötchen, die wir gestern bei der Hafenmeisterin gleich mitbestellen konnten. Lundeborg ist ein kleiner süßer Hafen, kann man gut liegen, insbesondere wo er jetzt nicht ganz so überfüllt ist. Ja, und ich freue mich auf einen schönen Segeltag. Hoffentlich ohne böse Überraschung, Gewitterböen, Motorenausfälle und sonstige Dinge.
Nach einem gemütlichen Frühstück beobachteten wir noch das Treiben im Hafen und schauten, wie die Segelschule die Boote zum Auslaufen klar machte. Und auch für uns wurde es dann Zeit, die Biedewind zum Auslaufen fertig zu machen. Wir wollten heute bei relativ günstigem und schönem Wetter nach Svendborg segeln. Unsere Route verlief mittig zwischen den Inseln Fyn und Langeland. Sobald wir aus der Landabdeckung heraus waren, hatten wir einen günstigen Segelwind und ließen unseren Hafen Lundeborg in ein Kielwasser zurück. Ich war froh, dass die Starkwindphase vorbei war und ich wieder die große Genua setzen konnte. Mit dieser Besegelung lief die Biedewind am besten und schon nach kurzer Zeit erreichten wir den Svendborgsund. Hier musste ich die Segel niederholen und die Maschine anmachen. Wir hätten dort aufkreuzen müssen und das war mir in diesem engen Fahrwasser dann doch zu aufwendig. Aus Osten kommend wird die Ansteuerung nach Svendborg eingerahmt von den beiden Inseln Tessinge und Töri. Links und rechts gibt es eine Menge zu sehen, hier liegen viele Marinas und wunderschöne Anwesen, sodass wir eine richtige Sightseeing-Tour machen konnten. Nach kurzer Zeit kam der Hafen von Svendborg in Sicht. Und nicht nur das, sondern auch gleich die nächste Regenfront kündigte sich an, sodass wir mal wieder pitschepatsche nass im Hafen festmachen konnten. Aber das kannten wir nun ja schon. Die ganzen Fingerschläge sind schon geräumt, das Becken ist leer. Wir haben im Regenschauer dann noch längsseits festgemacht. Svendborg, die zweitgrößte Stadt auf Fyn, ist immer einen Stopp wert. Da das Wetter aufklarte, beschlossen wir, eine Sightseeing-Tour zu machen. Svendborg besitzt wunderschöne alte Fachwerkhäuser, einen Traditionshafen, einen herrlichen Marktplatz und man kann herrlich shoppen gehen. Direkt am Marktplatz gibt es eine dänische Eisdiele, wo sogar die Waffeln frisch gebackt werden. Das sollte man nicht verpassen. Den Abend ließen wir dann mit Live-Musik direkt am Hafen ausklingen, bevor es dann am nächsten, wieder total verregneten Morgen weiterging, in Richtung Maastal. Weiter geht's, ab in den Nieselregen, Kurs Eriskøbing, beziehungsweise Örri oder Maastal. Wettertechnisch stand der Segeltörn mit Hilde und Roswitha unter keinem guten Stern. Es regnete schon wieder Bindfäden und das ging mir tatsächlich langsam auf die Nerven. Bei der Ausfahrt aus dem Svendborgsund Richtung Westen
kam der Wind wieder genau von vorne und wir mussten unter Maschine laufen. Der Kreis schloss sich. Genau 4 Wochen vorher hatte ich meine Schwedentour in Eresköping mit einem Besuch meiner Enkelkinder, meines Schwiegersohns und meiner Tochter Michelle begonnen. Hinter der Insel Drühe begann die enge Fahrrinne nach Marstal. Nach dem Passieren der Fähre stand der Wind wieder günstig und ich konnte meine Fahrt unter Segeln weiter fortsetzen. Marstal ist ja eigentlich eine sehr interessante Hafenstadt, aber bei diesem trüben Wetter gab es nicht viel zu entdecken und so machten wir uns früh am Morgen um 9 am nächsten Tage auf, die Strecke nach Heiligenhafen zu versegeln. Der Wind stand günstig aus West mit 3 bis 4, teilweise 4 bis 5 Windstärken und so kamen wir gut voran. Die großen Frachter am Horizont markierten den Kiel-Ostsee-Weg und gegen Mittag war Tonne 4 erreicht. Von nun ab war es nicht mehr weit bis Fehmarn. Bei rauem Wind ist selbst das Zubereiten eines Tees eine kleine Herausforderung. Zum Abschluss unseres Turns hatten sich meine beiden Gäste überlegt, den Skipper einzuladen. All you can eat and drink. Wir zogen in Heiligenhafen von einer Kneipe in die andere, wurden überall als letzte Gäste hinausgefegt und die ganze Aktion ging bis morgens um 2. Am nächsten Tag hieß es dann Abschied nehmen. Das war eine traurige Geschichte, aber ich weiß, unsere Dreiercrew wird nicht zum letzten Mal gesegelt haben. Hiermit endet der Reisebericht zu meinem skandinavischen Sommer 2019. Das Erstellen dieses letzten Videos hat eine ganze Weile gedauert und dafür gibt es einen sehr, sehr traurigen Grund. Den Tod meiner Tochter Michelle.